Hier kommt nun also der letzte Teil meiner Party-Frikadellen-Trilogie, gefüllte Jägerfrikadellen. Und auch hier habe ich wieder ein selbstgemachtes Gewürz verwendet, die Barbecue Rub Grillwürze. Wie ich diese Jägerfrikadellen gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Für die gefüllten Jägerfrikadellen benötigt ihr folgende Zutaten: 800 Gramm Frikadellengrundmasse, die ich im ersten Teil dieser Trilogie schon vorgestellt habe. Hier gelangt ihr zum ersten Video der Trilogie gefüllte Dönerfrikadellen. Des Weiteren benötigt ihr 3 Esslöffel Barbecue Rub Grillgewürz, eine kleine Dose Champignons, eine kleine Zwiebel, eine Handvoll frischer Petersilie, 2 Teelöffel Ghee zum Braten oder auch Speiseöl zum Braten. Für die Füllung der Jägerfrikadellen die Pilze und die Zwiebeln klein hacken. Dann Fett in eine Pfanne, Champignons und Zwiebeln darin kräftig anbraten, Hitze etwas reduzieren und das Wasser aus den Champignons etwas verdunsten lassen. Beiseite stellen und etwas auskühlen lassen und in dieser Zeit kann die Petersilie etwas kleiner gehackt werden. Dann die Frikadellenmasse mit der Barbecue Rub Grillwürze kräftig würzen und die klein gehackte Petersilie mit untermengen. Dann mit angefeuchteten Händen in der Handfläche Patties formen und befüllen. Die Frikadellen gut verschließen, damit die Füllung beim Braten nicht herauskommt. Dann Fett in eine Pfanne und die Frikadellen in der Pfanne bei mäßiger Hitze braten. Wenn sie fertig sind, etwas abkühlen lassen, damit sie angefasst werden können. Und dann können sie in Scheiben geschnitten werden und dekorativ auf einen Teller oder eine Platte angerichtet werden. Man kann sie natürlich auch heiß im Ganzen essen, dann sind sie aber nichts fürs Buffet, da sind sie zu groß. Wenn ihr wissen möchtet, wie ich die Barbecue Rub Grillwürze hergestellt habe, das seht ihr in diesem Video hier oben. Das war's von mir bis hier. Tschüss, euer Kalle.